Hey Leute, herzlich willkommen bei Einfach Backen. Schön, habt ihr wieder eingeschaltet. Heute backen wir zusammen ein Rezept, das in der Schweiz jeder kennt, und zwar ein Weckli. Ein Weckli ist nichts anderes als ein helles Milchbrötchen, das wirklich super lecker ist und sehr, sehr bekannt ist bei uns in der Schweiz. Es gibt Rezepte, die befördern einen gleich wieder zurück in die Kindheit, und das ist mit dem Weckli genauso. Früher immer zum Znüni, also es ist eine Zwischenverpflegung in der Schweiz, oder zum Zvieri mit einem Schokostängeli. Kennt jedes Kind, hat auch schon jedes Kind gegessen. Und ich freue mich wirklich sehr, dieses Rezept heute mit euch zu backen. Ich brauche dazu 500 Gramm Weizenmehl Typ 550, 330 Gramm Milch, 10 Gramm Hefe, 60 Gramm Butter, 12 Gramm Salz und 10 Gramm Zucker. Danach gebe ich mir alle Zutaten in die Küchenmaschine und ich beginne mit der Milch. Dann beginne ich den Teig zu kneten. Beginne auf kleiner Stufe und erhöhe nach 2-3 Minuten die Geschwindigkeit. Nach 10 Minuten Knetzeit teste ich mir den Teig mal. Dazu ein Stück rausnehmen, eine Kugel formen und vorsichtig beginnen auseinanderzuziehen. Wenn er nicht mehr reißt, dann ist er perfekt geknetet. Sieht gut aus. Den Teig nehme ich mir aus der Küchenmaschine und forme mir eine Kugel. Der ist jetzt wunderbar glatt. Durch die Butter und das Milchfett bekommen dann die Weckli auch eine schöne Krume. Kugel formen, zurück in die Küchenmaschine, zudecken und für 40 Minuten gehen lassen. Nach diesen 40 Minuten nehme ich mir den Teig zur Küchenmaschine raus, bemehle die Arbeitsfläche ein wenig, Teig rausnehmen und den Teig zu je 75 Gramm portionieren. Genau 12 Stück. Jetzt nehme ich mir das Teigstück so in die Hand und forme mir hier in der Hand eine Kugel. Drehen, bis eine Kugel entstanden ist, und dann aufs Backblech legen. Flach auf die Hand legen, oben drüber und ein bisschen Spannung aufbauen und aufdrehen. Nehme ich mir ein Teigtuch, lege das oben drüber und jetzt mache ich mir aus meinem Ofen hier einen Gärschrank. Dazu heize ich den einfach auf 35 Grad auf und gebe das ganze Backblech rein, und zwar für eine gute halbe Stunde. Nach 30 Minuten nehme ich die Weckli aus meinem Gärschrank raus und ich nehme mir jetzt hier so einen Weckli-Abdrücker. Den gibt es in einer Holzausführung oder Plastikausführung. Gebe den ein bisschen ins Mehl und drücke die Weckli in der Mitte ab. Und runter. Wirklich in der Mitte schön durchteilen. In der Schweiz gibt es jetzt eine schöne Redewendung, und die heißt: den Fünfer und das Weckli haben. Das heißt übersetzt: aus zwei Alternativen am liebsten beide haben, und das geht beim Weckli sehr, sehr gut, denn ich kann aus diesem Teig Hamburger wie auch Weckli machen. Zudem ist der Teig auch perfekt geeignet, um Buttertoast herzustellen.
Dazu nehme ich ein Blech und drücke mir die andere Hälfte schön flach. Dann sprühe ich mir die Weckli und Hamburger mit etwas Wasser an. Decke die wieder zu, das mache ich, dass die nicht austrocknen oder verkrusten. Und nun kommen die nochmal für eine Stunde zurück in meinen Gärschrank. Wenn du das nicht machen willst, dann kannst du auch einfach 20 Gramm Hefe nehmen, dann kannst du sie bei Raumtemperatur aufgehen lassen. Ich finde es aber wirklich, man merkt es extrem am Geschmack und das ist mir ja sowieso wichtig, drum ab in den Gärschrank. So Freunde, die Weckli und Hamburger sind jetzt schön aufgegangen. Jetzt heize ich mir den Ofen gleich auf 220 Grad Ober-Unterhitze vor. Und hier ist natürlich so, jeder Ofen ist wieder ein bisschen anders. Schau sicherheitshalber nach einer halben Stunde schon mal rein. Sie sollten eine gute Gare haben, aber irgendwann ist es auch zu viel. Bei mir war es jetzt eine Stunde, aber kann auch sein, dass es schneller geht. Dann nehme ich mir eine Schüssel, schlage ein Ei rein, gebe 2 Prisen Zucker dazu und eine Prise Salz. Den Zucker gebe ich bei, für einen schönen Glanz zu haben, und die Prise Salz, damit es hier im Ei diese Fäden auflöst, diese Hakelschnur. Verquirlen und dann mit einem Pinsel vorsichtig anstreichen. Wirklich vorsichtig, nicht dass der Teig zusammenfällt. Für die Hamburger nehme ich noch etwas Sesam, gleichmäßig darüber streuen. Jetzt gebe ich die in den Ofen rein, in den vorgeheizten Ofen bei 220 Grad, warte 2-3 Minuten und gieße dann erst Wasser auf das Backblech, oder falls du kein Blech im Ofen hast, kannst du einfach eine Schüssel mit Wasser reinstellen, damit dann Dampf entsteht. Aber erst nach 2-3 Minuten, das hat den Vorteil, dann ist das Ei angetrocknet und wird nicht mehr durch den Dampf abgewaschen. Dann habe ich einen schöneren Glanz. Ofen öffnen, dann Backblech rausziehen, Wasser aufgießen, damit Dampf entsteht. Und jetzt konnte die Eierstreich schon etwas antrocknen. Wenn ich direkt Dampf gegeben hätte, würde es die Eierstreiche abwaschen und ich hätte matte Hamburger und Weckli. Dann nochmal für 10 Minuten backen. So, unsere Hamburger und Weckli sind gebacken. Ein Qualitätsmerkmal bei den Weckli ist unten der weiße Rand, oben die goldgelbe Kruste, die sehr, sehr weich ist durch die Milch und die Butter. Darum lasse ich auch das Wasser bis zum Schluss drin, damit die schön weich wird. Und hier bei den Hamburgern genau dasselbe. Eine weitere Redewendung, die gehen wie warme Weckli, also die gehen wie warme Säbel. Und ich nehme mir jetzt ein Schokostängerli und genieße diese Weckli hier. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbacken. Schreib mir einen Kommentar, hat dir dieses Rezept gefallen? Willst du mehr Grundrezepte? Dann schreib mir einen Kommentar. Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Rezept zum Nachlesen findest du hier. Aktiviere die Glocke am besten, dann verpasst du kein Video mehr von mir. Bis zum nächsten Mal. Dein Marcel.